Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier in der dritten Mission der, ich glaube, die pazifische Kampagne wird sie genannt, aber ich nenne die trotzdem die amerikanische. Und, genau, und wir sollen jetzt hier die verschiedenen Pazifikinseln erobern von den Japanern, da würde ich sagen. Gehen wir das doch mal weiter an hier. Hier ist noch eine kleinere Insel. Da reicht, glaube ich, auch, wenn sich einmal die Einheiten ausladen, oder? Weil so viel brauchen wir dann doch nicht da. Jawohl, Freunde. So. Ich weiß, das könnte jetzt ein bisschen Selbstmord werden, oder? Ja, ja, das könnte Selbstmord werden, wenn ich mit denen da reingehe. Oh! Oh, 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 nein, 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 nein. Oh Gott, mach das U-Boot kaputt. Boah. Zum Glück haben wir die Catalinas. Puh. Okay, Freunde. Das war knapp gerade. Da war noch eins. So, die Insel wurde gesichert. Wunderbar. Mit Volldampf hier. Genau. Gut, also das heißt, wir brauchen definitiv Catalinas zur Unterstützung. Was ist das da? Da ist wieder dieses Kriegsschiff. Okay. Und ja, Freunde, weiter geht's mit Empire Earth. Pazifik-Kampagne. Und hier oben, was ist hier? Ist das jetzt auch eine Insel, die wir erobern müssen? Oder ist das, nur so eine Insel? nur eine Mini... Ach da, guckt mal! Da stehen welche. Die Mini-Inseln hier, okay. Na gut. Oh Gott, ich brauche Catalinas hier. Verdammt, ja, das war so klar, oder? Oh Gott. Nein. Ja. Ja, das ist richtig. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir hier nichts haben können. Eine Sandbank also. Mit Volldampf. Okay. Keinen großen Wert. Okay. Ich hätte jetzt allerdings ganz gerne hier vorne auch eine kleine Marinewerft. Dann können wir die hier unten ja eigentlich wegmachen, oder? So, da fährt wieder dieses Schiff rum. So, oder können wir die da... Zeigt es ihnen, genau. So, dann sammeln wir unsere Transporter mal schön hier in Sicherheit. Oh Gott. Nicht, dass, dass da wieder die U-Boote kommen hier. Mit Volldampf. Die sind mir ein bisschen langsam, die Einheiten, finde ich. Also, das ist gerade ein bisschen... suboptimal. Okay, aber wir haben hier noch eine Marinewerft, die wir hier bauen können. Das heißt, dann können die ja alle hier reingehen. Ne? Dann kann ich das hier ja mal abreißen, tatsächlich. Kabäum. Abreißen und Catalinas. So. Das ist cool. Also diese Flugzeuge, da halte ich echt viel von. Machen viel Schaden. Haben eine gute Aufklärungsrate. Und, sind schnell. Genau. Und da würde ich sagen, reparier mal bitte diese Transporter, bitte. So. Dann könnten wir eigentlich schon hier mit diesen Catalinas hier hoch. Genau. Ach, das sind die von da unten. Ah, okay. Aber das hier ist mir ehrlich gesagt zu weit weg. Aber wartet mal, ihr könntet ja eigentlich auch mal hier oben hin. So. Und die Catalinas, die hier landen, die können mal bitte diesen Bereich hier schützen. Dieses Schiff regt mich irgendwie auf, ich weiß auch nicht. Irgendwie... Ja. Gut, dann fliegen wir mal bitte den Catalinas hier hinterher. Mit Volldampf. So, dann bin ich erstmal gespannt, was uns hier auf dieser Mini-Insel hier erwartet. Auch nichts wahrscheinlich, ne? Wir müssen tatsächlich auf die größere. Mit Volldampf. Ich finde diese Stimme so geil.
Mit Volldampf. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Empire Earth. Das hier ist eine größere Insel. Und ja, wie wir jetzt hier weiter die Japaner vertreiben aus dem Pazifik. Gut, alle abladen. Alle abladen. Verdammt. Hallo, was machst du? Du auch bitte entladen. Alle einzeln entladen. Ja gut, okay. Ah, da kommt was. Ah, okay. Genau wie... Ah, nein, 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 nicht in die Reichweite da. Nicht in die Reichweite da. So. Kommt mal bitte zurück, Mann. Was macht ihr denn? Seid ihr dumm oder so? Warum geht ihr in die Reichweite von denen? Wir haben doch hier die richtigen Einheiten dafür. Boah. Okay, okay, okay. Zieht euch mal zurück. Zieht euch mal bis ganz hier unten zurück. So. Ja gut, dann, verdammt. Hauptsache, die gehen auf meine Ärzte. So, dann... Ah, macht einfach diesen Turm hier kaputt. So, wunderbar. So, und hier. Oh Gott. Die haben meine Ärzte platt gemacht, die Säcke. Die haben meine Ärzte platt gemacht. Ah, nee, doch nicht. Da sind noch welche. Okay, wunderbar. Dann können wir uns ja erstmal hochheilen. Und genau, das hier ist jetzt schon eine größere Insel, tatsächlich. So. Ihr halt euch brav hoch, das ist super. Fertig, Sir. Ich finde die Stimme von denen auch immer so geil. Fertig, Sir. Richtig cool. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Empire Earth. Richtig geile Kampagne, muss ich sagen, aus dem Add-on. Und meine Güte, die Heilrate von den Ärzten. Nicht schlecht. Absolut nicht schlecht. So, haben wir hier vielleicht ein Flugzeug, was hier noch ein bisschen erkunden kann, bevor wir da hingehen? Nee, ist soweit. Nein, das hat gleich keinen Tank mehr. Ach, verdammt. Verdammt. Ja, okay, dann gehen wir halt erstmal so weiter. Ach, du Heilige. Ja, okay. Ärzte, heil bitte hoch. Und bam. Wunderbar. Zwei Einheiten leider verloren. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Dafür haben wir hier die... Die Japaner vertrieben. So. Ganz genau. Haben die hier keine Einheiten mehr? Ja, dann schlagt euch einfach durch. Dann mache ich jetzt einfach mal den aggressiven Vormarsch hier. Und genau. Oh Gott. Nicht der Bunker. Autsch. Das tut schon weh, muss ich sagen. Aber passt schon. Kriegen wir hin. Wir haben ja Ärzte dabei. Wir haben ja zum Glück Ärzte dabei. Was habe ich hier gerade hier unten gesehen? Hier unten war was Rotes eben. Wer ist verletzt? Keiner ist verletzt. Weil ihr ja so eine gute Arbeit hier leistet. So, was ist hier? Ach, wieder ein Kriegsschiff. Okay. So, dann alle hier drauf, los. Alle hier drauf. Dann müssten wir die Insel eigentlich gesichert haben. Ja, sehr gut. Weitere Insel wurde gesichert. Wir haben gerade den Auftrag erhalten, in diesem Gebiet einen Radarposten aufzubauen. Oh. Nur ist unsere Ausrüstung der ganze Dreck und Sand und das Salzwasser nicht sonderlich gut bekommen. Wir müssen den Posten auf einer Insel ohne Berge bauen. Sonst kann ich nicht dafür garantieren, dass unser Zeug hier irgendein klares Signal empfängt. Ah ja, okay, also eine Insel ohne Berge. Bauen Sie eine Radarstation auf einer Insel, die keine störenden Berge besitzt. Ja, dann gucke ich doch mal, welche das sein könnte. Da ganz rechts. Da ganz rechts. Ach, um Himmels Willen. Naja, gut. Dann nehme ich dafür allerdings... Dann erkunde mal bitte hier rechts diese Insel.
Mal gucken, ob wir da eine Radarstation aufbauen können, ungestört. Nein. Definitiv nein. Möglicherweise findet sich eine geeignete Insel für eine Radarstation in diesem Gebiet. Ah! Hier vorne direkt. Ja, okay, das können wir machen. Das ist kein Thema. Wir haben ja hier Luftunterstützung. Sehr schön. Wo sind denn meine Bürger? Wir sind doch schon in der Nähe. Ach, wunderbar. Mit Volldampf. Genau. Ja, Freunde, das läuft doch. Läuft doch, muss ich sagen. Läuft doch. Oh mein Gott, dieses Kriegsschiff. Diese Schiffe hier gehen mir auf den Senkel irgendwie. Oh Gott, die Luftunterstützung muss weg. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Dann müssen sie auch noch so weit fliegen, oder? Ah, nee, geht. Okay, geht. Mit Volldampf. So. Dann haben wir hier einmal Radarstation. Oh, das ist ja relativ klein sogar. Ja, passt doch. Wunderbar. Dann baut das mal auf. Radarstation. Sehr schön. Radarzentrum. Erinnert mich an Command & Conquer. So ein bisschen. So. Dann haben wir das jetzt hier erobert. Beziehungsweise Radar aufgebaut. Hey, guck mal auf den Monitor. Sieht das für dich wie ein Leuchtpunkt aus? Ist bei dem Schrottteil schwer zu sagen. Ich werde es jedenfalls mal melden. Oh, geil. Hier spricht Foxtrot Victor 8 von der USS Hornet. Wie wir hören, haben Sie ein paar Feinde gesichtet. Führen Sie uns einfach hin und wir kümmern uns dann um den Rest. Ja, das ist natürlich erstmal mega geil, dass wir jetzt hier Verstärkungen kriegen. Ha. Ja, geil, okay. Flugzeugträger. USS Hornet. Benutzen Sie Corsairs von der USS Hornet, um den Luftangriff ab... Ach du Scheiße. Was für das denn für ein Luftangriff? Feindliche Flugzeug... Okay, da müssen wir jetzt tatsächlich die hier abwehren. Okay. Los geht's. Und kabam. Null. Okay. Wir haben Corsairs gegen Null Flugzeuge. Und kabam. Alle abfangen. Los, alle abfangen. Ah, sehr schön. Das läuft. Miau. Miau. So. Uns leid, dass wir nicht bleiben und euch helfen können, aber wir werden woanders gebraucht. Viel Glück! Ja, aber das war doch schon mal ganz nett, dass ihr uns da so geholfen habt. Okay, Freunde, dann könnt ihr jetzt bitte auch nochmal eine Marinewerft hier oben hinbauen. Dann werde ich die nämlich hier unten wieder abreißen, tatsächlich. Wenn die fertig sind mit dem Ding. Weil dann können wir nämlich unsere schönen Catalina-Flugzeuge hier oben stationieren. Und zack. Wunderbar. Ach, das läuft, Freunde. Das läuft. Bis jetzt ist die Kampagne auch relativ fair, muss ich sagen. Ja. Oh, wir haben ein paar Einheiten tatsächlich verloren. Aber nicht schlimm. Bis jetzt, wie gesagt, ist diese Kampagne, finde ich, sehr fair. Also nichts irgendwie Unfaires oder so, nichts übertrieben Heftiges an gegnerischen Einheiten, sondern wir haben hier die heftigen Einheiten. Sondern einfach, ja, man kann einfach spielen. Und das finde ich doch mal super geil von davon, muss ich sagen. Ja, toll. Nein. Oh, der fliegt noch ein bisschen weiter. Bam, bam, bada, bada, bam. Bam, bam, bada, bam. Ah, ich liebe diese Musik. Das heißt, ihr stationiert euch hier und ihr könnt bitte hier oben ein bisschen aufklären. Alles klar, Freunde. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ja, okay. Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind tatsächlich. Wir sind tatsächlich, ja, zwischen... Das hier ist Papua Neuguinea, glaube ich. Und jetzt kommen wir hier tatsächlich
irgendwo auf die Philippinen. Oder? Das müsste ja hier irgendwo, hier oben irgendwo sein. Da war gerade das Hauptquartier in der Leitung. Die wollen, dass wir eine Insel finden und erobern, auf der es genügend flaches Land für den Bau einer Rollbahn gibt. Oh, okay. Genügend flaches Land für den Aufbau einer... Finden und erobern Sie eine Insel, die sich für einen Flugplatz eignet. Die hier wahrscheinlich. Da würde ein Flughafen drauf passen. Catalinas, kommt mal bitte hier runter. Beziehungsweise, genau, nutzt man nochmal den fehlenden Treibstoff und fliegt zurück. Noch ein bisschen aufklären währenddessen. So, ich denke, also wie gesagt, ich vermute, dass wir hier links eine Insel haben, wo wir einen Flugplatz aufbauen können. Alles klar. Gut, Freunde, dann. Was ist das hier? Da ist ein U-Boot. Da oben ist ein U-Boot. Ach, verdammt nochmal. Die sind alle leer. Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Dann guckt euch mal nach dem U-Boot da oben. Ich habe da doch ein U-Boot gesehen eben, Freunde. Und warum fliegt hier keiner hin? So, da ist es. Wo denn? Hab's nicht gesehen, aber es ist kaputt. Das ist schon mal gut. Das ist immer gut. So, wo kann man denn jetzt hier einen Flughafen aufbauen, Freunde? Wo kann man hier einen Flughafen aufbauen? Ich denke mal... Geht das hier? Oh, was ist das denn? Eingeborenendorf. Nee, das ist ein Eingeborenendorf. Shit. Oh! Wir wurden von den Japanern aus unserem Dorf vertrieben und dazu gezwungen, auf dieser winzigen Insel zu leben. Wir wären glücklich, wenn wir euch helfen könnten. Ich kann Sie zum größten japanischen Stützpunkt in diesem Gebiet führen. Ich kenne einen unbewachten Durchgang, der es Ihnen ermöglicht, den Feind zu überrumpeln. Das Einzige, um das ich Sie im Gegenzug bitte, sind Lebensmittel für meine Leute. Denn auf dieser winzigen Insel ist nur sehr wenig zu finden. Lustig. Es wundert mich jetzt gerade auch, dass diese Eingeborenen tatsächlich ein Funkgerät haben. Versorgen Sie das doch, der Eingeborene, über dem Bildschirm Allianz. Gut. Es geht natürlich nicht. Scheiße. Es geht natürlich nicht. Ist klar. Lustig. Ihr seid witzig, aber wo soll ich denn jetzt hier den Flughafen aufbauen? Eine Landebahn. Ist das dann die? Nee. Wartet mal. Also wir haben jetzt auf jeden Fall hier oben den Hauptstützpunkt. Gut, dann müssen wir die Sache mit den Eingeborenen halt sein lassen. Verdammt, aber ich glaube, das ist optional tatsächlich. Frage wäre jetzt halt... Was sind das hier? Die Philippinen wahrscheinlich, ne? Frage wäre jetzt halt tatsächlich... Mit Volldampf! wo wir... Ja, den Flughafen aufbauen können. Ja, dann... Mit Volldampf. So. Bam. Aha, sehr schön, Freunde. Sehr gut. Und... Lad die ab! Los! Nein, 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 nein. So, und auf den Bunker! Und zack. Wunderbar. Wir haben eine Insel wieder gesichert. Wer ist verletzt? Die geilt sich auch an dem Leid anderer auf irgendwie. Ah, gut, okay. Wer ist verletzt? Was ist das wieder für eine Aussage, ey? Aber gut, es ist halt Weltkrieg und da gilt kein guter Ton scheinbar. So ist es halt. Und genau, dann weiß ich aber jetzt leider nicht, wo ich hier einen Flughafen aufbauen kann. Bam, 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 bam. Ja, die hier, pff, nee. wo soll ich denn jetzt die Landebahn aufbauen, verdammt nochmal? Finden und erobern Sie eine Insel, die sich für einen Flugplatz... Ach, hier oben die, oder was? Sieht mir so aus, ja, hier die.
Okay, da sind wir ja, da sind wir ja vor. Alles klar, dann schön marschieren. Mit Volldampf. Boah, diese ganzen Flugzeuge hier. So, ihr könnt mal da ein bisschen Luftunterstützung geben, bitte, gegen U-Boote. So. Ach, verdammt. Verdammt. Na gut. Okay, aber das reicht mir erstmal. Zeigt es ihnen. Genau. So, und dann landen wir jetzt mal hier. Zack. Abladen, los. Du auch bitte, hallo. Was macht ihr da? So. Abladen. Du sollst abladen. Wir brauchen hier jeden Mann. Vor allem die Ärztin. Hallo. Transporter kann hier nicht abladen. Danke für nichts, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, okay. Aber, hey, das ist auch eine kleine Insel. Ich denke mal, hier könnte man... Was zur... Ah. Okay, dann... Dann macht alle hier auf diesen Bunker. Los. Alle auf den Bunker. Und bam. Und bam. Wunderbar. Insel wurde gesichert und hier kann ich einen Flugplatz aufbauen. Das ist sehr gut, Freunde. Das heißt, ich brauche meine Bürger. Hier oben. Bitte. Mit Volldampf. Boah. Schaut euch die Flieger an. Okay. So, die, wo war denn jetzt nochmal mein nächster Hafen? Genau, dann brauche ich hier oben auch unbedingt einen Catalina-Hafen. So. Bevor ihr dann wieder zurückfliegt direkt. Ja, erkundet ihr immer noch ein bisschen hier den Bereich. So, wo ist denn mein Schiff? Da kommt es angetuckert. Das braucht auch ewig, bis das hier ist, ey. Schmeiß mal den Turbolader an hier. Was ist denn hier los? Schmeiß den Turbolader an. So. Oh, der Zoom ist jetzt ein bisschen anders, ne? Schaut mal. Beim letzten Mal ging der gerade runter. Jetzt geht der schön stylisch hier so schräg runter. Schmeiß den Turbo an. Meine Güte, das ist ja echt schildkrötenmäßig hier. Mit Volldampf. Die anderen kann ich auch mal nach vorne ziehen. Genau. Und genau, dann schön hier abladen. Einmal Flugfeld. Hä? Wie jetzt? Kann man das nicht irgendwie... Wartet mal, kann man das Flugfeld nicht irgendwie drehen? Das muss man doch hier irgendwie drehen können. Verdammt. Hier ist doch so eine schöne Fläche, verdammt nochmal. Gut, dann baue ich halt eine Marinewerft hin. So. Finden und erobern Sie eine Insel für einen Flugplatz. Ja. Ihr seid witzig, wenn man die nicht drehen kann. Ich meine, das hier unten, das ist ja... Oder? Nee. Das ist ja alles ein bisschen doof gerade. Kann ich hier nirgendwo einen Flugplatz aufbauen? Naja, tatsächlich... Wenn ich den nur drehen könnte... Wie kann man denn nochmal einen Flugplatz... Kann man einen drehen? Wartet mal, ich guck das mal gerade. Gebäude drehen, wartet mal. Geht das? Automatisch Richtung Mittelpunkt der Karte. Ah, verdammt. Okay. Das heißt... Ach, genau. Ja, das ist so. Die richten sich automatisch aus, aber leider geht das dann auch gar nicht, ne? Dann kann ich hier oben leider keinen Flugplatz aufbauen. Schade. Schade, weil das Gebirge ist... Das Gelände ist halt auch irgendwie zu beknackt hier, aber gut. Ansonsten weiß ich nicht, wo ich hier einen Flugplatz aufbauen könnte. Wo kann ich hier einen Flugplatz aufbauen, Freunde?
wo kann ich einen Flugplatz aufbauen? Das ist jetzt die gute Frage. Oh Mann, die Folge ist schon wieder voll. Och, nö. Ja, okay. Bin jetzt echt überfragt, was, welche Insel die meinen. Hier kann ich auch nichts aufbauen. Nee, scheinbar nicht. Okay. Scheinbar hier oben irgendwo. Gut, Freunde. Da würde ich aber trotzdem mal sagen... Ja, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.